Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Malahins Lager. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Gehen wir mal mit Xan. Danke, dass ihr mir die Freiheit gebt, Freunde. Denn schon viel zu lange habe ich in diesen düsteren Gewölben vor mich hin vegetiert. Es war nicht auszuhalten, jeden Morgen inmitten von Schlamm und Felsen aufzuwachen, anstatt zur aufgehenden Sonne. Ich bin Xan, ein Graumantel aus Evareska. Und mein Geschick im Zaubern ist dem eines jeden anderen überlegen. Wenn ihr Feinde des Malahi seid, schließe ich mich euch an, obgleich euer Streben hoffnungslos ist. Ja, aber sicher, ihr könnt euch uns gerne anschließen. Ein solches Paar Hände kann nur hilfreich sein, vor allem wenn es im Bereich der Magie bewandert ist. Es ist auch ohne euch schon schwer genug, nicht die Hoffnung zu verlieren. Mir wäre es lieber, ihr würdet uns euch nicht anschließen. Euch uns nicht anschließen. Wie kommt es, dass ihr an einem derart ungastlichen Ort gefangen seid? Ach, ich wurde entsandt, den sonderbaren Vorfällen in dieser Gegend auf den Grund zu gehen. Ich musste dafür wochenlang ohne Hoffnung in dieser Höhle schmachten. Die Scheinzeit schien mir endlos. Ich habe die Sonne beinahe so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen wie meine Heimat. Ja. Die Hoffnung zu verlieren ist auch schon so schwer genug. Ich kann eure Entscheidung verstehen, denn die Chancen stehen denkbar schlecht. Ich kehre nach Evareska zurück und werde dort von dieser schlimmen Notlage Bericht erstatten. Euer Tagebucheintrag, Xan. Ich habe einen Elfen namens Xan aus der Mine von Naschke gerettet. Ein ziemlich niedergeschlagener Kerl. So wie ich auch war, damit... Ja, okay. Kann ich mal kurz laden. Weil es gibt Erfahrungspunkte, wenn ich Xan vorher seine Klinge wiedergebe. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Wie kann ich helfen? Ihr seid sicherlich von Zatzok geschickt worden, um meine nichtswürdigen Kobolde unterließen es wohl, euch aufzuhalten. Wusste ich es doch, dass man denen nicht trauen kann. Wer Waffen trägt wie ihr, kommt sicherlich, um mich zu töten. Bei Zirik, nicht ein Gramm Eisenerz verlässt diese Mine unbeschadet und ich soll dennoch hingerichtet werden. Dafür soll mein Kopf nicht rollen. Euer Dummkopf, Tatzok ist äußerst unzufrieden mit euch. Gebt eurem Verrat zu, dann schenkt er euch vielleicht das Leben. Niemand hat es uns geschickt, aber euer Kopf ist dennoch in Gefahr. Gesteht eurem Verrat und wir werden vielleicht Gnade vor Rechter gehen lassen. Versuchen wir mal zu lügen. Tatzok ist ungerecht. Ich habe nicht die Absicht, ihn oder euch zu hintergehen. Meine Briefe beweisen es. Sie befinden sich in der Truhe. Nehmt sie euch nur, dann wird Tatzok mir Glauben schenken. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr Narren, ich lasse nicht zu, dass ihr mich auch nur einer Sache beraubt. Ergebene kommt herbei und tötet diese Eindringlinge. Ich hab genug davon. Sagen, ja? Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verderben. Ja? Aha, bleibt zurück und gebt Acht. Ich ergebe mich. Wollt ihr meine Unterwerfung annehmen? Geschieht euch recht. Erzählt uns, was sich hier zugetragen hat, dann schenken wir euch vielleicht das Leben. Ihr werdet heute sterben, missratene Bestie. Erzählt mir. Ich danke euch, euer Gnaden. Donny, da drüben sind alle Briefe. Nehmt sie und lasst mich in Frieden. Ich werde euch nicht in die Quere kommen. Ihr könnt es wagen, hierher zu kommen. Ihr macht alles zunichte. Ich höre zu. Fürs Erste. Was ist eigentlich auf dich gewirkt? Striktes Denken, ja? Mich kümmert's nicht. Ja? Wie kann ich helfen? Was ist es diesmal? Oh, immerhin. Ich hab genug davon. Worum geht es diesmal? Irgendwie ist das gerade ziemlich chaotisch. Ja? Wie kann ich helfen? Alles wegen des lieben Geldes. Olaf, Sarah?
Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen da. Ja? Okay. Gut, Kegane ist auch wieder normal. Jake, möge die Dunkelheit herrschen. Wie kann ich helfen? Gut. Dann gucken wir mal. Geld, Geld, Geld. Aha. Edelsteinchen, Geld. Worum geht es die Stiefelring? Malahis heiliges Symbol. Und ein Brief, den wir gerade. Ah ja, den haben wir aufgenommen. Oh, Ehrenring von Sune. Ringe dieser Art werden über den treuergebenden Priestern von Sune gegeben, die Taten von außerordentlicher Integrität und Güte vollbracht. Ja. Das heißt, sie kann jetzt zusätzliche Priesterzauber. So, einfach nochmal gleich das hier und hier kriegst du heilige Macht entlehnen. Oh ja, das könntest du gut gebrauchen. So. Ja? Noch ein Brief. Geld, Geld, Geld. Der Tod von Malahay wird die Ängste der erschreckten Bevölkerung von Nashkel bestimmt mildern. Doch euch ist es immer noch nicht wohl. Der Halborg ist zwar vielleicht wirklich für die Probleme in der Mine verantwortlich, doch der Eisenmangel ist zu weit verbreitet, um allein seine Schuld zu sein. Seine Briefe bestätigen euren Verdacht, und obwohl sie kaum Hinweise auf das Versteck seiner Verbündeten enthalten, darf mit Sicherheit eine Verbindung zu den Räubern angenommen werden, die zurzeit die Küstenstraße unsicher machen. Ist meine Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Neuer Tagebuchantrag. Konfrontation mit Transik, Rückkehr nach Nashkel. Oh, und wir sind in Kapitel 3. Hier. Nachdem ich in die Tiefen der Mine von Nashkel gestiegen bin, sollte ich nun Baron Gaskill zurückkehren und ihn über die Lage informieren. Außerdem sollte ich nach Beregos treiben und Felsbrots Wirtshaus einen Besuch einstatten. Ein Mann namens Transig befindet sich dort und er hat wohl interessante Informationen für mich. Aus Malahis Briefen geht hervor, dass er einen Vorgesetzten namens Tatsok hat, mit dem er über einen Mittelsmann, der Transig heißt, in Kontakt tritt. Dieser Transig sollte in Felsbrots Wirtshaus in Beregos. Sollte ich im Felshaus Pürzerhaus in Beregos finden. Was ist es diesmal? Das ist ein Kettenhemd. Sprecht und verschwindet. Und ein Turmschild. Du trägst allerdings schon einen Plattenpanzer, also ist ein Kettenhemd schlechter. Talos Geschenk. Elektrizitätswiderstand. Warum nicht? Mein Diener Malahi, euer Fortschritt im Aufhalten der Eisenerzlieferung lässt zu wünschen übrig. Wie dumm müsst ihr sein, wenn ihr euren Kobolden erlaubt, die Minenarbeiter zu töten. Da eure Anwesenheit nun aufgedeckt ist, solltet ihr euch vor Feinden in Acht nehmen, die den Auftrag haben, euer Tun ein Ende zu setzen. Ihr habt eine sehr einfache Aufgabe und wenn ihr ein weiteres Mal eure Eignung dafür in Frage stellt, werdet ihr eure Aufgabe entbunden. Ich werde euch die Kobolde, die ihr angefordert habt, nicht senden, da ich alle meine Truppen dazu benötige, die Eisenlieferung in diese Region aufzuhalten. Gleichzeitig sende ich euch mehr von dem mineralischen Gift, um das ihr gebeten habt. Solltet ihr auf irgendwelche Probleme stoßen, sendet eine Nachricht an meine neue Kontaktperson in Beregost. Sein Name ist Transig und er wird sich in Feldposts Wirtshaus aufhalten. So, die Notiz ist kopiert. Mein Diener Malahi. Das mineralische Gift und die Kobolde, die ihr angefordert habt, sind bereits auf dem Weg zu euch. Eure Aufgabe besteht darin, jegliches Eisenerz, das die Mine verlässt, zu vergiften. Ihr dürft auf keinen Fall eure Anwesenheit bei den Minenarbeitern preisgeben, sonst werdet ihr von Soldaten der dortigen amtlichen Garnison belagert. Meine Vorgesetzten haben vor kurzem die Söldner der Schwarzen Krallen und der Kalten Hand angeheuert.
Mit der Unterstützung dieser Soldaten sollte es mir möglich sein, Eisenkarawanen, die aus Richtung Süden und Osten in die Region eindringen, zu überwältigen. Ich habe immer keine Lust, mich mit Eisen aus der Mine von Nashkel herumzuärgern, also erledige ich eure Aufgabe erfolgreich. Tatsok. Mhm. So. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Dann gucken wir mal in die Truhe. Heiltränke. Ein Kurzschwert. Absorptionstrank. Identifizieren. Ja. Heiltränke zu haben ist immer gut. Absorptionstrank. Mhm. Ja, wie ihr wünscht. Mondklinge. Okay, den Zauber konnte ich lernen. Beherrschst du die beiden Zauber schon? Ja, einen davon zumindest. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das ist ein Kurzschwert plus 1. Was gut ist. Den Zauber konnte ich lernen. Ja, wie ihr wünscht. So, jetzt können wir, glaube ich, die Mondklinge. Danke, dass ihr mir die Freiheit gebt, Freunde. Denn schon viel zu lange habe ich in diesen düsteren Gewölben vor mich hin vegetiert. Ja. Kommt ihr an diesen gefährlichen Ort? Wenn ihr es euch nicht anschließt. Ja, Gegenstand eingebüßt. Mondklinge. Ich habe einen Elfer namens Xan aus dem Meme von Nashkel gerettet. Ein ziemlich niedergeschlagener Kerl. So wie ich auch, war damit beschäftigt, die Probleme dieser Gegend unter die Lupe zu nehmen. Wir hätten zusammenarbeiten können, aber ich konnte seine defensive Art nicht leiden. Ich dachte, es gibt noch was dafür, dass ich ihm die Mondklinge gebe, aber nö. Ihr braucht nur zu fragen. Gut, dann können wir hier erstmal raus. Ja, wir sind ein bisschen angeschlagen, aber das sollte alles noch gehen. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. So, und jetzt sind wir hier. In dem Bereich. Mhm. Wie ihr wünscht. Meine Klinge wird uns schützen. Ordentlich verdreschen. Okay, wir gehen erstmal an den Nordrand. Ja, Feuerweinbrücke, Schule von Ulcaster und die Enklave. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr da heißt ihr Brenner, ja, los, antwortet das Gefäß. Keine Lügen, da hängt nämlich euer Leben von ab. Seid nicht so griesgrimmig, Mädchen. Ich werde euch meinen Namen nicht verraten. Also warum geht ihr mit euren Amazonen einfach nicht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid? Ja. Ihr unwürdigen Schweine, ihr wisst ja nicht, mit wem ihr hier sprecht. Eure Arroganz wird euch das Leben kosten. Alles wegen des Lügen. Oh, das waren 4. Wie kann ich ihr Au. Alles wegen des lieben Geldes.
Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, ich würde dann erst einmal die Flucht ergreifen.